Ja, hallo, ich bin's wieder, Thomas von TomToTom Games und ihr seid mit dabei in der inzwischen 9. Folge dieser Let's Play-Reihe zum Spieleklassiker Colonization von Microprose. Ist das Microprose eigentlich dann? Jedenfalls von Sid Meier. Tja, wir sind inzwischen im Herbst 1606 und wir spielen... Ja, wir sind französische Eroberer, oh lala. Und ja, wie soll ich sagen, wir haben jetzt Las Vegas gegründet und jetzt ist uns die Gold sicher. Nein, Las Vegas ist tatsächlich von mir gegründet worden für Silber. Und jetzt hat man in der letzten Folge auch endlich mal ein Schiff da und so. Also das zieht sich alles ziemlich hin, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden sehen. Außerdem haben wir ziemlich viel Betrieb da inzwischen bei uns auf der Ostseite. Da kommen die Cherokee nochmal. Vielen Dank für die Mäntel, das ist sehr nett. Ja, sieht man jetzt, hier sind die ganzen, es sind Spanier, Engländer, alle sind irgendwie am Start schon, ne? Nur bei uns selbst läuft es nicht so flüssig. Ah, jetzt das erste Mal Silber, super. Und da kriegt man immerhin 19 pro Silber. Zack, haben wir mal eben 1000 verdient. Das lohnt sich natürlich, das muss man mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir 1436, aber das Schiff ist eigentlich ja eh schon voll, wobei den da möchte ich eigentlich nicht haben. Kann man den auch ausbilden, was kann man mit dem machen? Naja. Ich könnte ihn zum Missionar berufen, das wäre ja mal ein Versuch, was? Ich kann ja mal missionieren schicken. Das ist doch mal eine Möglichkeit. Ich schicke das Schiff jetzt einfach so wieder mit den beiden nach Hause. Zack. Und ja. Los, los. Da ist wieder so ein Sägetyp bei. Damit der Carsten auch ganz zufrieden ist. Okay, jetzt geht's hier weiter. Da oben unser Schiff von Mineral City. Das bringt jetzt lang ersehnte Erz nach Neu-Paris. Und da kommt das Schiff in Silverado an. Sehr schön. Ja, das zieht sich hier alles ganz schön hin. So, jetzt haben wir hier einen Arbeiter übrig. Wir haben aber kein Werkzeug. Der kann also nichts Sinnvolles hier sonst machen. Ja, was könnte der machen? Der könnte Pelze machen, Freiheitsglocken, Holzen. Der könnte Holz erstmal machen. Holz ist wichtig. Da, der kann nicht viel Holz machen, aber immerhin kann er Holz machen. So. Was bauen wir hier? Wir bauen eine Einfriedung, eine Hafenanlage. Brauchen wir eine Hafenanlage? Oh. Oh. Ach, machen wir mal einfach. So, zack. Gut, so, da ist unser Schatz unterwegs. Da brauchen wir eigentlich noch so eine Galeone für. Die habe ich ja auch noch nicht. Was passiert jetzt hier? Nichts passiert. Ah ja. Okay, die Indianerbewegung war also offensichtlich unsere Runde schon wieder vorbei. Das ging natürlich schnell. So, der Preis für Mäntel ist gestiegen. Das ist auch sehr erfreulich. Der für Musketen auch. Das ist nicht so erfreulich. So. Ja. Silverado. Handelsschiff in Silverado. Da müssen wir also gleich mal schauen. Ah ja, da haben wir nämlich jetzt unseren allerersten professionellen Holzfäller. Und was macht der? Kein Holz fällen. Warum fällst du kein Holz? Da. 12 kannst du da fällen. Das ist doch okay. Was sagt die Nahrung? Haben wir jetzt noch genug Nahrung oder habe ich jetzt schon Probleme mit der Nahrung? Was ist das hier für einer? Wer bist du? Du bist ein Silberbergarbeiter. Ah ja. Da gucken wir mal. Der hier. Weiß ich gar nicht, was der ist. Ein Soldat. Okay. Den Soldaten lassen wir jetzt... Oh, kann man keine Nahrungsmittel hier machen? Oh, wir brauchen einen Hafen. Kann ich die kaufen? Oh, ist die Hafenanlage teuer. Also wir haben 60... Ich habe... Oh, das ist so schrecklich. Okay, also ich muss die Hafenanlage machen, um mehr Essen produzieren zu können. Und zwar hier über das Fischfeld. Und das heißt, der muss jetzt Hämmer machen natürlich. Also hier in die Zimmerei geht der jetzt. So, macht er 3 Hämmer pro Zug. Damit kriegen wir dann die Hafenanlage hoffentlich in absehbarer Zeit erledigt. Ich wollte aber trotzdem einmal schauen, wie viel würde der denn hier an Silber
Och, wie viel würde der hier an Silber schaffen? 6 Silber. Krass. Ja, und jetzt, wo der in der Stadt ist, haben wir also 2 zu wenig. Aber das heißt ja, wir halten das 30 Züge durch und dann können wir vielleicht dann kurzerhand die. Können wir dann kurzerhand die Hafenanlage bauen und dann sollten wir eigentlich auch genug haben. Okay, die Felle nehmen wir auch mit und dann geht es aber von hier. Oh, hier haben wir auch Tabak. Naja, dann geht es jetzt von Silverado am besten direkt wieder nach La Rochelle mit dem Silber. Okay, eine Kanone, die werde ich einfach mal hier so zur Befestigung die Artillerie hier parken. Und nächsten Zug werden wir dann mal sehen. So, jetzt ist nämlich unser Zug wieder vorbei. Jetzt bewegen sich da die anderen alle wieder auf unseren schönen Straßen und so. Finde ich auch nicht in Ordnung. Da sind die Cherokee nochmal. 6 Tabak. Also, bald sind die Lager voll da unten in Neu-Dijon. Sehr schön. Die Kornkammer ist natürlich so ein Ort, wo, glaube ich, einfach nichts passieren wird. So, Stoffpreise, ja. So, das ist ja auch erfreulich. Da haben wir jetzt 80% schon in Neu-Lyon. Ja. Aber da kann man halt auch nichts anderes produzieren. Das bringt halt auch nichts. Bevölkerungszuwachs, neue Siedler sind verfügbar. Oh, das ist natürlich interessant. Gucken wir mal nach. Wir haben noch Essengut hier. Das ist super. Tja, was könnten die denn mal herstellen? Also, hier wird Werkzeug hergestellt, das ist erfreulich. Und hier werden Hämmer hergestellt, das ist sehr erfreulich. Kann ich denn da auch jemanden? Wen habe ich denn jetzt wo weggenommen? Das ist, also ich verstehe das nicht, ja. Können wir noch mehr Hämmer herstellen? Ne, lohnt nicht. Was haben wir denn noch? Tabakhändler bringt nichts. Essen passt gerade so. Und wenn der dazukommt, passt es nicht mehr. Ja, dann muss der natürlich eigentlich erstmal sich um Nahrung kümmern hier. Vier Nahrungsmittel. Ja, es ist halt irgendwie blöd, ne? Es passt so gerade eben nicht, ne? Sonst hätten wir den besser woanders eingesetzt, aber gut, das geht jetzt nicht anders. So, Neu-Lyon ist das. Ich meine, an sich ist das natürlich stark. Wir haben hier eine Riesenquote. Jetzt sind wir allerdings unter 80% natürlich mit den Söhnen der Freiheit wieder. Die brauchen 50 Werkzeuge. Die müssen wir jetzt mal noch hier irgendwo herkriegen. Kann ich auch kaufen wahrscheinlich. Oh nee. Oh, das ist aber teuer. Nö, dann lieber so. Okay. So, da ist unser Schiff. Das ist jetzt das Schiff mit den. Ach ja, mit dem Missionar drin. Okay, ja, dann fährt das einfach mal nach Silverado. Aber dann geht es da auch ratzfatz voran jetzt mal. So, dann geht natürlich sehr schnell, wenn er dann direkt da auch rauskommt. Da könnte man schon fast schneller nach La Rochelle und wieder zurück. Ja, aber das geht ja auch nicht. Er kommt also offensichtlich immer an der Seite der neuen Welt raus, wo man auch Richtung La Rochelle gefahren ist, auch wenn das nur so halb Sinn ergibt, weil man dann eine komplette Weltumrundung machen muss, aber gut. Das ist ein Problem. Sonst könnte man vielleicht abkürzen damit, ne? So, das haben wir ja beladen, das Schiff. Ach ja, das sollte nach La Rochelle fahren. Genau. Ich erinnere mich. Also einmal nach La Rochelle, bitte. Und das andere kommt in Silverado an. Das ist sehr schön. Dann geht es da auch richtig bergauf mit. Da kann man doch irgendwas machen, um die dort fest zu positionieren. Befehle. Wache. Okay. S war das für Wache. So, Pioniere roden den Wald bei Las Vegas 20 Nutzholz. Oh, wunderbar. So, was machen die Pioniere jetzt als nächstes? Na, nichts, weil irgendwie erstmal wieder die anderen dran sind. So, das Trockendock braucht 50 Werkzeuge. Kann ich mir das leisten oder nicht? Kaufen. 400. Ja, das machen wir. So, dann ist das Trockendock da auch fertig.
Was haben wir hier noch? Ja, das läuft alles ganz gut. Eigentlich wollte ich ja den Missionar dahin schicken, aber der ist halt am falschen Ende der Welt rausgekommen. So, die Schmiede in Neu-Paris. Ja, gilt jetzt das Gleiche für, ne? 20 Werkzeuge. Habe ich die? Ach, so viel hatte ich nicht. Okay. Ja, das geht doch auch. Ich habe doch genug Geld. So. So, jetzt haben wir eine Schmiede. Wunderbar. Jetzt geht's mal richtig rund hier. Jetzt habe ich im Prinzip wahrscheinlich dauerhaft zu wenig. Jetzt werde ich dauerhaft zu wenig Holz haben. Ja, ich könnte viel mehr Hämmer herstellen. Habe aber hier keinen Holzfäller. Aber das will ich natürlich nicht zugeben, Carsten. Ja, so sieht's aus. Tja, kriege ich den denn da einigermaßen? Ich könnte den natürlich rüberschicken und muss halt einmal durch ganz Amerika wandern, der Arme. Wie lange wird er dafür brauchen? Dann braucht er natürlich auch eine ganze Menge. So, ja, hier, da ist er. Mein Missionar, der französische Missionar. Oh la la. Und da ist er, mein Holzfäller. Oh la la. Le Holzfäller. A la Siri. Beim Sägewerk. Ja, was machen wir mit dem? Mann, der kann natürlich auch Holz fällen, das bringt mich aber nicht weiter. Essen haben wir auch schon zu wenig. Man kann auch nirgendwo sonst Essen abbauen, glaube ich. Nicht so richtig gut. Kann der nichts anderes machen? Holz fällen kann er 16, nur zu Holz. Drei Nahrungsmittel. Ja, dann machen wir drei Nahrungsmittel. Dann haben wir immer noch eins zu wenig. Das könnte besser sein. Haben wir denn da noch einen Pionier rumhängen? Der könnte ja mal irgendwo nochmal vielleicht auch noch pflügen. Wenn wir einen Pionier hätten, könnte ich pflügen. Das war aber Silverado und nicht Las Vegas. Das ist das Blöde. Der könnte jetzt hier nämlich pflügen. Ich gucke aber erstmal in der Stadt nach, was passiert da oben. So, der hat da nämlich vorher abgeholzt. Der soll hier jetzt irgendwie. Hallo? Da kriegt er das Holz her jetzt. Holz läuft auch gut. Silber läuft auch, ist auch gut. Und jetzt können wir da oben pflügen und dann hätten wir die Möglichkeit, dass etwas Plau, ne? P wahrscheinlich. Okay, läuft auch. Tja. Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gehört über, ich glaube, es war eigentlich über Railroad Tycoon. Im Prinzip ging es aber hinterher auch wirklich über Spiele von Sid Meier allgemein. Ja, da wurde im Prinzip bemängelt, dass viele der Sid Meier-Spiele eben so sind, dass man hinterher irgendwann in so ein Micromanagement, in so eine Micromanagement-Falle fällt, bei der man eben. Da müssen wir ausbilden. Bei der man dann hinterher ja sich gar nicht mehr halten kann vor so Mini-Sachen, die man da machen muss. Und also, ne, und ich finde, man kann das schon so ein bisschen sehen hier. Ne? Hier fällt das jetzt auch langsam auf. So viele Einzeleinheiten, die man steuern muss, bei denen man irgendwas beachten muss. Und bei Railroad Tycoon war das ja auch so, ne? Irgendwann hat man so viele Lokomotiven und dann fehlen eben Möglichkeiten, um so eine Art Batch-Abarbeitung vielleicht zu haben oder sowas, ja? Das wäre natürlich schon wünschenswert, würde die Sache vermutlich, ja, ein bisschen vereinfachen. So, ja, den Boykott. Ich hatte ja einen neuen, ich arbeite ja an einem neuen Abgesandten im Kontinentalkongress, der sollte die Boykottierung hier hoffentlich dann aufheben. Das wäre sehr erfreulich. Ich kaufe jetzt ganz ehrlich einfach mal 100 Erz, die ich auch noch mit nach. Ich weiß gar nicht, wohin ich die mitnehme. Wohin fährt das Schiff denn eigentlich? Wahrscheinlich auch wieder zur falschen Seite. Aber naja, sehen wir einfach.
So, das ist doch schön. Lass die doch schön Staatsmänner werden. Das ist auch gut. So, das Trockenlok ist fertig. Ja, super. Dann sind wir in der Lage. Wären wir jetzt in der Lage dort? Müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, dort jetzt so ein Schiff zu bauen. Hä? Nichts. Ich möchte nicht nichts machen. Ich möchte doch ein Schiff bauen. Wie mache ich das? Wo ist das Trockendock? Hier. Trockendock. Hallo. Ach, Trockendock geht auch nicht. Kann ich denn den jetzt aufs Trockendock setzen? Wie geht das? Ich kann das nicht. Ich bin zu doof. Trockendock. Kann ich dich denn zum Trockendock setzen? Schiffbauer oder sowas. Gibt's das jetzt? Nö. Na, das ist aber nicht so in meinem, ist nicht ganz in meinem Sinne hier jetzt gerade. Na gut, ich werde jetzt erstmal einen Pelzhandelsposten aufmachen. Damit einfach was getan wird hier. Und dann muss ich mich nochmal drum kümmern, wie das hier mit den Schiffen ist. So, die haben eine Schmiede jetzt. Einmal hinzoomen in Neu-Paris. Da ist die Schmiede. Da passiert ja auch nichts im Moment. Und jetzt werde ich hier mal ein. Ich habe noch keinen Stall, aber die Pferde vermehren sich ganz gut. Hier ist ja immer ein ganz großes Thema. Ja, habe ich alles schon gebaut, ne? Dann machen wir doch mal eine. Machen wir erstmal eine Waffenkammer. Das ist nämlich ganz entspannt für uns. Okay. Mit dem. Da guck mal, mit der Weberei kommen wir auch nicht wirklich hinterher, muss ich sagen. Nur Siedler mit einer Berufsausbildung dürfen unterrichten. Ah, ja, okay. Genau so ging das. Ja, klar. Ach ja. Ja, die Schule, da kann ich dann den Einfachen mitmachen und den Meister kann ich mit dem College machen. So war es, ne? Da musste ich den da reinstecken dafür. Was haben wir denn? Habe ich denn irgendwen, den ich gerne mehrfach haben möchte? Was bist du denn? Du bist ein Pionier. Ein gestellter Pionier. So. Ja, das möchte ich aufheben. So, und dann müssen wir mal sehen, kann ich denen jetzt. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Pelzhändler machen. So, passiert das denn? Wie passiert das denn jetzt? Vielleicht sollte ich nochmal ins Handbuch schauen, was? Irgendwem müsste ich das doch jetzt. Ach, ich weiß es nicht. Ich probiere es mal so aus. Geht der Pelzhandel geht ein bisschen den Bach runter, aber im Moment verdiene ich mein Geld ja auch eher mit Silber. Nicht mit hier diesem Klimbim, diesem Mini-Zeug. So, haben wir hier was einzuladen. Da haben wir nochmal 18 Tonnen Silber und könnten dann von hier aus einmal runterfahren. Das ist ja Silverado. Fahren wir einmal runter nach Las Vegas, holen da Silber ab. Da müsste nämlich auch bald das Lager voll sein. Ja, der ist irgendwie wirr. Der geht jetzt immer hier hoch und runter, da, der blöde Speer. Und da kommt jetzt das erste Mal was davon an. Okay. So, Silverado, da müssen wir mal nach Las Vegas auch mal so eine Kanone bringen, bitte. Und die andere Kanone gerne mal in die Kornkammer. So, und der Missionar, der sollte doch bitte. Ja, wo geht der denn hin? Hier ist doch eigentlich das, wo er hin soll. Da, zack. So, der Schatz ist auch fast da, aber ich habe ja immer noch keine Galeone. Da müssen wir mal sehen, wie das so läuft. Da kriegen wir einen Besuch. Neuen Tabak. Ja, Dankeschön. Ach, klasse. Das läuft. Die fahren auch so ein bisschen wirr. Oh ja. Auch einiges los hier in. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ne? So, Unstimmigkeiten. Ein Meisterschreiner. Den würde ich gerne nehmen. Das kann man immer gebrauchen. Und es liegt also Erz rum in Mineral City. Sind wieder 100 voll. Oh ja. Tja, was machen wir da?
Die sollten jetzt vielleicht auch mal anfangen. Der macht mal Holz hier. Holzfäller, da. Ja, nicht auf dem Feld, vielleicht auf dem hier unten. Ja, da kann man 4 Holz machen, das ist gut. Und dann kann der hier statt der Mäntel. Wie viel Mäntel kann er? Der kann natürlich noch ewig lange Mäntel machen. Das bringt uns auch überhaupt nicht weiter. Der soll lieber mal ein paar Hämmer machen, damit wir hier auch mal was bauen. Und zwar ein größeres Lager. Bei dem hier ist eher wichtig, ein Lager zu haben. So. Ja, das sind ja eher so Außenposten und dann kann ich eben mehr Erz. Dann kann ich mehr Erz da speichern. Speichern? Ach, lagern natürlich. So, hier haben wir ein Problem mit den Mänteln jetzt, ne? Ich habe zu viele Mäntel. Aber kommen denn neue rein? Nö. Was ist denn Neu-Paris? Ach so, die 200 sind voll. Ja. Kann ich den denn da jetzt reinziehen? Ein Lehrer unterhalten, ja gut. Ja, dann soll der in der Zeit weben. Ist doch kein Problem. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Naja, werden wir ja gleich sehen. So, die Kanonen sind unterwegs. Ich möchte gerne eine Mission gründen. Ihre Expedition hat ein Lager der Sioux erreicht. Die Einwohner arbeiten friedlich auf den umliegenden Feldern. Glücklich winken sie ihnen zu. Mission gründen. Mission Sainte-Marie de Silverado im Herbst 1609 gegründet. Sioux treten der neuen Religion mit Neugier entgegen. Das ist doch erfreulich, ist doch gut. So, jetzt unser Schatz ist fast da. Spielzugende haben wir mal wieder. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir nähern uns auch dem Ende dieser Folge, in der wir ja zumindest schon mal mehrere Silberlieferungen gemacht haben, eine Mission eröffnet haben bei den Sioux. Tja. Und ansonsten halt gehandelt haben. Staatsmänner, das funktioniert auch ganz gut. Okay, in Neu-Lyon ist jetzt jemand zum freien Siedler geworden. Das ist ja auch sehr erfreulich. Das bringt uns aber sonst noch nicht viel. Eine neue Ladung Stoff liegt bereit. Ja, das weiß. Ach, Stoff auch jetzt schon. Jetzt habe ich Stoff auch bald voll. Ne, 100 habe ich damit voll wahrscheinlich, ja. Ne, jetzt habe ich 100 Stoff. Ja, genau. Okay. Ja, da muss. Oh! Da war auch der Wagen da gekommen. Eieiei. Ach, jetzt. Also, das stört mich wirklich an der Steuerung, ja. Jetzt bin ich da rausgegangen. Da hab da jetzt. Musste ich echt jetzt warten, um mir wieder irgendwas angucken zu können. Das finde ich schon ziemlich ätzend. So, hier haben wir jetzt Erz einmal von hier. Sehr gut. Geht auch direkt zur Sache. Und wir haben einmal Felle. Und einmal. Baumwolle, sehr gut. So, in das Schiff laden wir jetzt. In das Schiff laden wir jetzt 100 Stoff ein. 100 Mäntel ein. Und vielleicht kann ich auch 100 Mäntel einfach in den hier rein einladen und versuchen, die bei den Indianern loszuwerden. Das muss ich mal testen. So. Das Schiff soll nach La Rochelle fahren, bitte. Und wenn ich den Wagen jetzt vielleicht in so ein Indianerdorf schicken könnte, das wäre natürlich bombastisch. So, nochmal ein Holzfäller und Erz. Auch Silverado. Dann habe ich nur noch Holzfäller in Silverado. Nee, das bringt nichts. Einmal nach Las Vegas, bitte. Auch wenn es lustig wäre. Dann würde Silverado entgegen des Namens die Holzfäller, die neue Holzfällerstadt werden. Also müssten wir sie umbenennen in Wooderado oder so. Entschuldigt den schlechten Gag. Und einmal nach links. Will er nicht. Kanonen wandern so, die mäandern durchs Land. Naja. So, was passiert jetzt? Ach, jetzt sind wieder die anderen erst dran. Okay. Orange, das sind wahrscheinlich die Holländerchen. Die Niederländer, Entschuldigung.
So, hier mit unserer Mission. Auch eine gute Sache. Zumindest hier im Spiel eine gute Sache. Okay. Da geht's runter nach Las Vegas. Und wir wollen da zu dem Indianerdorf. Und da aber da nicht, da ist keine Straße gebaut. Deshalb dauert jetzt das viel länger. Das ist natürlich ärgerlich. So, der Pionier ist fertig mit dem Pflügen des Landes. Aber ich darf nichts machen. Also wie bescheuert ist das denn? Jetzt hat er also da gepflügt und macht nichts und ich kann nicht den auswählen. Also ich reg mich wirklich darüber auf. Das geht mir gerade echt ein bisschen auf den Sender. So, in Neu-Dijon haben wir jetzt also auch ein Problem mit Pelzen, ehrlich gesagt. Die kommen nämlich rein und keiner macht mehr was aus den Pelzen. Das heißt, ich müsste auch hier mal bitte Felle zu Mänteln machen, da. Okay. Ja. Oder sie halt abholen, aber erstmal geht's so. Da ist er, der Fugger. Dann können wir nämlich wieder Werkzeuge kaufen, hoffentlich. Das war nämlich die Eigenschaft, die er hatte. Sehen wir jetzt ja auch nochmal. Wenn Fugger ihrem Kongress beitritt, werden alle Boykotte aufgehoben, ohne dass sie dafür Steuern nachzahlen müssen. Sie können also den Handel mit diesen Waren ohne zusätzliche Kosten wieder aufnehmen. Das ist natürlich erfreulich. Jetzt soll man so einen Handelsfachmann da an den Start bringen. Ne? Jetzt müssen wir natürlich mal wie Neues aussuchen gleich. Den Adam Smith vielleicht. Adam Smith ermöglicht den Bau von Fabriken in ihren Kolonien. In Fabriken können aus einer Einheit Rohstoffe 1,5 Einheiten Fertigprodukte hergestellt werden. Aha. Also kann ich dann eine Fell... Ach, muss ich mal ausprobieren vielleicht. So, Magellan. Wenn Magellan ihrem Kongress beitritt, wird das Bewegungsmaximum aller Schiffe um 1 erhöht. Und die Zeit, die ein Schiff benötigt, ist auch nicht schlecht. Ah. Ja, mal gucken. So, dann haben wir Francis Drake. Die Kampfstärke meiner Freibeuter habe ich ja nicht. Brauche ich also nicht. Payne, Thomas Payne. Nee, das interessiert mich auch noch nicht. Und William Penn. Durch Penn entstehen in ihren Kolonien 50% mehr Kreuze. Naja. Also, für mich liest sich das wie Smith oder Magellan Smith. Der gute alte Adam. Den nehmen wir. Und, ja, was mit denen da oben los ist, weiß ich auch nicht. Der Speer, der hüpft jetzt nur noch immer links und rechts, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir es hier schaffen. Mit Dorf handeln. Oh, sie haben genug Mäntel. Tabak oder Handelswaren? Ne, das möchte ich aber doch nicht. Ich möchte doch Mäntel loswerden. Ich habe 100 Stück davon. Verdammt. So. Jetzt müssen wir. Jetzt gucke ich erstmal in Las Vegas, was ich machen könnte. Da kann ich ja eigentlich gar nichts machen. Das hier ist jetzt ja genau richtig mit dem Feld. Das heißt, jetzt baue ich einfach eine Straße dahin. Und dann versuche ich hier, das mit Silverado auf dem Landwege zu verbinden. Das wird natürlich dauern und ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr genügend Werkzeuge. Ich müsste also jetzt, wo ich Fugger in meinem Kontinentalkongress habe, in La Rochelle mal ein bisschen Geld in Werkzeuge investieren. Und davon mal einige Ladungen mit in die neue Welt bringen. So, ihr habt gerade vielleicht nochmal kurz gesehen, Kornkammer, unsere Stadt im Landesinneren, da passiert eigentlich gar nichts, ne? So, wir haben Stoff zu verkaufen, fast so viel wert wie, sehr erfreulich, fast so viel wert wie, wie heißt das noch? Wie Silber, ne? Krass. Immerhin 15 kriegt man da pro. Für. So, was kaufen wir denn mal? Ich müsste eigentlich ehrlich mal so eine Galeone kaufen. Ich könnte mir die sogar jetzt leisten, das ist eigentlich das Beste daran. Ich könnte mir auch ein Kaperschiff kaufen, Aber die Galeone brauche ich, ehrlich gesagt, ne? Ja, machen wir. So, da hat man nämlich mal Stauraum, jawoll. Jetzt kann ich natürlich mal wieder nicht mehr, also Werkzeug kann ich mir schon nicht mehr leisten. Ja, ich kann da ein bisschen Werkzeug leisten.
40 könnte ich mir. Wie viel kann ich mir denn kaufen? Was habe ich denn? 109. Ach, ich kaufe mal 40 Werkzeuge. Das geht. Und jetzt soll der losfahren und der soll ja wohl. Setzt alle Segel. Und der macht halt nichts. Zack. Alle unterwegs. So. Jetzt hat er den Beruf Farmer. Kann ich mal angucken? Wo ist der jetzt? Ach ja, klasse. Ja gut, weil er den ausgeübt hat. Das ist doch sehr erfreulich. Nee. Das war doch falsch. Oh Mann. Ist das richtig oder falsch gewesen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich werde gleich nochmal ins Handbuch gucken, um mal in Ruhe das mit dem College mir durchzulesen. Werde aber jetzt einfach... Ja, da hat es doch geklappt. Das ist doch richtig hier. Ne, der hat Pelz hier. Wo ist er denn? Da. Ist nicht der Richtige gewesen, ne? Aber egal. So, ich will den hier reinziehen. Kann ich den jetzt nicht dahin ziehen? Geht nicht. Der soll bitte Pelz... Jäger machen. 24 macht er dann. Alter Falter. Also ich hätte aber eigentlich einen Pelzhändler gebraucht. Das ist eigentlich mein Problem. Ne? Ich habe nicht richtig hingeguckt und habe eben keinen Pelz. Ach, das ist doch schon wieder blöd alles. Naja. Aber das heißt, er ist jetzt eigentlich mit Pelzen gut drauf. Und der hier, der geht jetzt und macht Landwirtschaft da oben. Geh mal Landwirtschaft machen. Ne? 5, das reicht. Gut, alles in Ordnung. Die Waffenkammer wird gebaut und jetzt müsste ich doch bitte mal versuchen, das Spiel zu speichern. Hoffentlich klappt das. Wahrscheinlich mal wieder nicht, weil alles noch unterwegs ist. Ach, der nervt auch. Der nervt auch. Alle sind unterwegs und ich kann nicht anhalten wieder, ne? Naja, da. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir damit weiterkommen mit diesem... Aber nicht mehr heute. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr dabei wart. Ja, ihr seht, Micromanagement ohne Ende, ne? Aber, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht und ob wir erfolgreich die neue Welt erobern oder nicht. Langsam muss ich halt auch anfangen, hier dran zu denken, wie man ein bisschen aufrüstet, damit wir uns vielleicht auch mal einiger Konkurrenten entledigen können. Ja, bis dahin sage ich erstmal tschüss, bleibt gesund und bis bald, ne? Euer Thomas von TomTeTom Games. Ich speichere dann mal hier und dann sind wir durch. Einen leeren Slot haben wir noch. Ja, bis dann, ne? Ciao.